Ja, hallo und willkommen zu meinem nächsten, naja, fast schon Tutorial-Versuch. Und zwar, wie man ein Dual-Boot mit Ubuntu und diesmal Windows 98, 95 ging irgendwie nicht mehr zu installieren, keine Ahnung warum, hinkriegt. 95 und 98 ist im Prinzip dasselbe, ist beide scheiße. Also, ja, ich werde immer runterfahren und dann werden wir mal Ubuntu installieren. Gut, die Ubuntu-CD ist eingelegt, wie man hier sieht. Ubuntu 10.10 ist im Moment das neueste, glaube ich. Ja, ist sogar das neueste. Und wir werden die virtuelle Maschine starten. Mit einem bestimmten Knopf, hier wäre es Escape gewesen. Das war nicht Escape, beziehungsweise ich war zu spät. Kommt ins Boot-Menü. War ich jetzt? Nein, ich war immer noch nicht schnell genug. Ja, nochmal starten. So, jetzt ganz schnell Escape-Taste foltern. Gut, kommt man ins Boot-Menü. Da kann man hier auswählen, von was man starten möchte. Das sieht bei jedem Rechner anders aus. Man kann auch ins Setup gehen. Dann kann man unter Boot einstellen, was man als erstes booten möchte. Hier habe ich schon Removable Devices. Das ist zum Beispiel sowas wie Diskette oder USB-Stick oder so. Davon kann man auch booten. Dann CD-ROM, dann Festplatte und dann Netzwerk. Das brauche ich eigentlich nicht. Aber naja, auf jeden Fall mit dem Plus- und Minus-Tasten steht hier unten. Da unten kann ich dann ändern, nach oben und unten verschieben. Ich werde es mal so lassen. Dann mit F10 steht da wieder Save and Exit. Dann noch einmal Ja drücken. Und jetzt sollte er starten. Er bootet eigentlich von CD. Achso, genau. Die CD ist nicht eingelegt. Connected Power On, das reicht mir. Einmal neu starten muss ich sowieso. Ja, und wie man sieht, startet er jetzt Ubuntu und er lädt jetzt ein Weilchen. Ja, wir sehen schon Ubuntu mit den vier Punkten, die jetzt wieder rot und dann oder orange und dann wieder weiß werden. Gut, mein Ubuntu ist geladen. Zwischendurch kommen mal so ein paar Pixel, Kram, irgendwas Zeug. Da nicht wundern, wir wählen Deutsch aus und wollen jetzt Ubuntu installieren. Jetzt sagt uns nochmal, wir brauchen 2,6 GB Festplattenplatz, wir brauchen Strom, weil das länger dauert, und wir brauchen auch Internet, da wir Aktualisierungen herunterladen möchten. Oh, jetzt sieht man wieder nichts. Und Drittanbieter-Software, wie zum Beispiel MP3-Sachen, so, die sind halt alle lizenziert. Da darf man bestimmte Sachen nicht mitmachen, wie zum Beispiel die verändern oder so, oder sagen, das ist meins, das habe ich programmiert, schau dir das mal an, irgendwie. Das darf man damit eben nicht machen. So, er erkennt jetzt, dass wir hier ein Windows drauf haben. So wollen wir es ja als Dual-Boot, zwei Betriebssysteme installieren. Also klicken wir wieder auf Vor. Ja, und jetzt können wir die Partition einstellen. Ich habe eine 8 GB, 8,6 sagt er, sind aber nur 8. Ubuntu hat praktisch ein anderes Zielsystem. 8 GB Festplatte, nur eine, wie man sieht. Und wenn ich jetzt hier auf diese Mitte fahre, kann ich das so hin und her schieben. Und ich lasse Windows mal bei irgendwie 1,5, nee, mache ich mal 2 GB, dann habe ich 6 GB für Ubuntu. Wichtig ist echt, dass ihr mehr als 2,7 habt. Das macht ihr aber automatisch. Windows könnt ihr komplett klein machen, ich weiß nicht wie viel, das sind nur ein paar MB, das zeigt dann irgendwie nicht mehr an. Ja, ich werde aber bei 2 GB bleiben. Ihr könnt die gesamte Partition verwenden. Hier oben könnt ihr nämlich auch Partition auswählen. Oder die gesamte Festplatte, dann macht euer Windows auch platt. Oder ihr könnt es, wie gesagt, einfach selber auswählen. Das ist nun FAT32-System. Das hier ist ein Linux-System, EXT4, das ist natürlich wesentlich moderner, aber Windows 95 ist ja auch echt uralt. Ja, dann klickt ihr einfach auf Jetzt installieren. Ja, jetzt sagt er nochmal, dass wenn ihr irgendeinen Fehler macht, wie zum Beispiel diese Windows-Partition zu klein macht, dass dann Daten beschädigt sein können, beziehungsweise komplett weg sein können. Da klickt ihr auf Weiter, müsst ihr echt überprüfen, ob ihr mehr als 2 GB Dateien da habt. Bei mir ist das nicht der Fall. Das weiß ich auch. Ja, und jetzt rechnet er wieder ein bisschen. Ja, jetzt kann man hier die Zeitzone auswählen, einfach hier irgendwo hinklicken, dann erkennt er automatisch die Stadt. Es geht ihm aber eigentlich nicht um die Stadt, sondern nur um die Zeitzone. Ihr seht hier in diese verschiedenen Zeitzonen, dann macht er automatisch alles grün. Aber wir sind in Berlin, wo ist Berlin? Ja, Berlin, Berlin, Germany. Ja, dann auf Vorklicken. Ja, dann die Tastaturbelegung.
Müsst ihr auswählen, welche Tastatur ihr habt. Da gibt es nämlich Unterschiede. Zum Beispiel sind bei amerikanischen Tastaturen Y und Z ganz oft vertauscht. Hier gibt es auch Ü, und Ö. Das ist speziell bei deutschen Tastaturen so. Auf jeden Fall, da müsst ihr dann auswählen, was ihr habt aus diesen Listen. Dann wieder auf Vorklicken. Dann den Namen eingeben. Regel. Das Virtual Meshen macht er automatisch, weil ich, wie gesagt, in der VM bin. Das wird bei euch vielleicht nicht aufkommen beim Rechnernamen. Das ist aber eigentlich auch ziemlich egal, wie euer Rechner heißt. Müsst ihr nur wissen, wenn ihr über Netzwerk drauf zugreifen wollt, ja, dann ein Passwort wählen. Dann das Passwort nochmal bestätigen. Ist leider auf Englisch da, Lokalisierungsfehler, aber passiert. Ja, dann könnt ihr euch automatisch anmelden oder eben die Daten abfragen lassen. Und ihr könnt eure Daten auch noch verschlüsseln lassen. Dann kommt halt niemand ohne euer Passwort, auch mit anderen Programmen, da eben ran. Das heißt, es gibt auch Programme, wo man sich nicht anmelden muss, trotzdem kommt man an die Daten ran. Wenn man die verschlüsselt, geht das dann auch nicht mehr ohne euer Passwort. Kann man machen, ich persönlich mache es jetzt nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Und das war es dann erstmal auch mit dem Einstellen. Hier kommt eine Ubuntu-Tour, da kann man sich durchklickern. Da werden ein paar Programme vorgestellt, die auch schon enthalten sind. Nee, hier sind sie nur vorgestellt. Es gibt aber auch noch, genau, enthaltene Software, Video-Editor und irgendein Show-Kram, Foto-Kram. Ja, könnt ihr euch durchlesen. Ja, gut, dann installiert er das hier. Gut, ich bin mal im Vollbildmodus, war ich glaube ich vorhin auch schon, aber egal. Die Installation ist abgeschlossen, wir klicken jetzt neu starten und jetzt startet der Rechner neu. So, jetzt sagt uns nochmal, wir sollen die Installations-CD rausnehmen. Das mache ich jetzt mal. Gut, wir drücken Enter. Und jetzt startet er neu. Gut, jetzt hat er schon hier Grub geladen. Und jetzt erkennt er auch mein Windows. Einmal Ubuntu mit Linux. Was klar ist, weil Linux irgendwie zu Ubuntu dazugehört. Und mein Windows. Ich werde jetzt erstmal Windows starten. Wir sehen Windows 98. Ja, jetzt sehen wir schon wieder die Maus. Einen schönen grün oder was das sein soll. Bildschirm. Netzwerk-Kennwort ist mir egal. Da drücke ich auf OK, weil ich habe keins. Ja, und das, wie wir sehen, ist Windows 95. Wir können aber auch Ubuntu starten. Dazu mache ich ihn jetzt mal aus. Ich werde ihn wahrscheinlich da mittendrin abwürgen, ja, wie man sieht. Das ist nicht die normale Desktop-Phase. Neu starten klingt besser. Also, neu starten. Ja, wir haben wieder Grub. Wir klicken auf Ubuntu with Linux. Kein Recovery-Mode, weil das ist nur eine Konsole. Davon haben wir erstmal nichts. Ja, und jetzt sind wir im Login-Screen von Ubuntu. Wir klicken auf unseren Account und wir geben dann unser Passwort ein und drücken auf Anmelden oder auf Enter, je nachdem. Enter geht für mich leichter. Und jetzt lädt er unseren Desktop. Ja, der Desktop ist geladen. Das ist Ubuntu zusammen mit Windows 95. Windows 98, Entschuldigung. Kann ich sein, dass ich es früher auch schon gesagt habe, dann war es falsch. Ich meine natürlich immer Windows 98, weil, wie man hier sieht, ich habe Windows 98. Hat man, glaube ich, auch gerade eben gesehen. Ja, dann haben wir jetzt ein Dual Boot mit Windows 98 und Ubuntu. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffentlich bis zu den nächsten Videos.